Heute gibt es eine Buchvorstellung und zwar möchte ich euch die wertvolle Medizin des Waldes bzw. den Biophilia-Effekt vorstellen. Das sind zwei verschiedene Bücher. Ich habe 4 Bücher gelesen über Wälder und bin total fasziniert, was der Wald für eine unglaubliche heilende Kraft auf unser Organismus, auf uns Menschen, auf unsere Gesundheit, auf unseren Körper hat. Und da habe ich mir einige Informationen hier aufgeschrieben und möchte euch diese vorlesen und euch einfach dafür vielleicht ein bisschen sensibilisieren, aufwecken, rütteln, wachrütteln, mehr in den Wald zu gehen. Weil was der Wald für Effekte auf uns hat, ist der Hammer. Ich fange aber direkt an. Ja? Was hat denn der Wald für stärkende Kräfte für uns? Einmal wird das Immunsystem gestärkt. Also je tiefer wir in den Wald gehen, desto stärker wird unser Immunsystem gestärkt. Warum je tiefer? Umso mehr Pflanzen, desto dichter er ist. Die Pflanzen kommunizieren miteinander. Und wenn sie miteinander kommunizieren, geht es auch durch unseren Körper und das heilt unseren Körper. Das ist unglaublich. Also die Killerzellen werden aktiviert. Die Killerzellen, die die Bösen töten, also Immunsystem wird hochgefahren. Killerzellen werden vermehrt. Diese Killerzellen fressen zum Beispiel Krebszellen. Ja? Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass solche Patienten öfters in den Wald gehen, mehr in die Natur rausgehen. Da, wo die Pflanzen, die Bäume, die Büsche, ne? Einfach da spazieren gehen. Es gibt wohl Studien, die besagen, dass Menschen, die in der Nähe von Wäldern leben, weniger Krebs haben. So, Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Das heißt, wenn du merkst, dass du krank wirst oder dass du dich nicht so gut fühlst, geh in den Wald. Kranke nach der OP, wenn die ein Fenster haben, das ins Grüne zeigt, heilen schneller. Da haben sie auch Experimente gemacht, als Menschen, die in die Stadt gucken. Ne? Also selbst nur das Hinschauen hilft dem Körper, sich schneller zu heilen, weil du dich mit der Natur verbindest. Dann Blutdruckpatienten, also alle, die Probleme mit dem Blutdruck haben, geht in den Wald spazieren. Egal, ob der jetzt zu niedrig ist oder zu hoch, im Wald wird das ausgeglichen. Stresshormone werden reduziert, also der Stress wird abgebaut. Das geht wirklich in den Körper rein, diese ganzen Pheromone und alles, was da in den Pflanzen ist, geht in den Körper rein und sorgt dafür, dass die Stresshormone abgebaut werden. Deshalb nehmt eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, und geht in den Wald spazieren. Man kommt automatisch zur Ruhe, muss immer ausprobieren. Also die Herzfrequenz kommt runter, gerade wenn man sehr hektisch ist. Geh mal in den Wald, du kannst gar nicht hektisch sein. Du wirst irgendwann automatisch ruhig. Dann ist ein weiterer Punkt gewesen die Faszination beim Blick in die Natur. Dieses ist ein Gefühl, das wir im Alltag sehr wenig spüren. Und umso mehr Gefühle wir spüren, desto ausgeglichener sind wir. Wann sind wir mal fasziniert? Überleg mal, wann warst du das letzte Mal fasziniert? Aber in der Natur bist du es automatisch von dieser Schönheit der Natur, von den Tieren, was es einfach da alles gibt. Unbewusst sind wir fasziniert. Ja, nicht so, boah, geil, Wald. Nicht so. Du bist unbewusst, wenn du da rumläufst, ist schon dein Unterbewusstsein fasziniert von dieser wunderschönen Naturschönheit. Wir können danach konzentrierter arbeiten, auch in der Schule lernen. Das heißt, wenn man gerade Kinder hat, die sich sehr schwer konzentrieren können, geht mal mit ihnen ein paar Stunden in den Wald spazieren. Und ihr werdet sehen, die können sich besser konzentrieren. Habe ich mit meinen Kindern gemacht. Besser, als wenn sie den ganzen Tag zwischen 4 Wänden sind. Dann Diabeteswerte werden verbessert. Auch da gibt es Studien. Ich habe jetzt nicht alle Studien mir aufgeschrieben, ganz genau. Aber es wurde Testpersonen in den Wald geschickt und danach ihre Werte gemessen. Die haben sich einfach verbessert im Wald, wenn sie da vorbeigelaufen sind. Dann werden Schmerzen gelindert, wenn du Schmerzen hast. Probleme drängen in den Hintergrund. Menschen, die auf ihr Äußeres, genau, da ging es auch um Menschen, die sehr auf ihr Äußeres bedacht sind. Das drängt in den Hintergrund, weil du dann so fasziniert von dieser Natur bist, vergisst du dich selbst. Und das ist schön, da kommt man ein bisschen zur Ruhe mit den Gedanken, weil da bist du nicht im Mittelpunkt, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, sondern du bist mit dieser Natur verbunden. So ein schönes Gefühl und so ein schönes, entspanntes Gefühl, dass du nicht etwas leisten musst. Du musst einfach nur durch den Wald laufen und das heilt schon so viel im Körper, ohne dass du was machen musst. Einfach nur laufen. Du kannst dich auch hinsetzen im Wald, du musst dann nicht mal laufen. Es reicht auch nur, dich reinzusetzen und da einfach so rumsitzen zu bleiben. So, und ja, grün hält die Stimmung auf, aber das werdet ihr merken, wenn ihr mal in den Wald kommt. Ihr seht ja hinter mir das Waldbild, ich liebe dieses Bild. Es reicht auch, wenn du dir ein Waldbild anguckst, das hilft auch schon zu beruhigen. Ne, wenn ich jetzt hier zu Hause aufs Laufband gehe, habe ich immer das Bild vor mir, das nehme ich einfach dann mit, schaue es mir an und stelle mir vor, ich jogge gerade im Wald. Die Pflanzen verständigen sich mit uns über Molekülen, ohne dass wir sie berühren oder dass sie unser Immunsystem jetzt irgendwie berühren. Trotz allem wird unser Immunsystem und unser Bewusstsein damit konfrontiert und berührt.
obwohl das, wir das ja nicht sehen. Trotz allem, oh Gott, ich mit meinem Deutsch. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Also ohne dass wir berührt werden, kommunizieren die Pflanzen mit unserem Immunsystem und unserem Unterbewusstsein. Sie heilen uns durch diese biologische Kommunikation. Man sollte mindestens 15 Minuten in den Wald reingehen, aber am besten so oft wie möglich. Und wer halt nicht kann, geht es am Wochenende. Da wurden auch verschiedene Studien gemacht, dass wenn man in die Stadt geht, steigt der Stresslevel. Wenn man in den Wald geht, sinkt das. Ja? In der Stadt steigt dein Diabetesrisiko, dein, wie heißt das, wenn man Bluthochdruck hat, auch das kann steigen. Man hat wirklich einfach nur Stress. Diese ganzen WLAN, diese ganzen Abgase und alles. Aber im Wald ist es genau das Gegenteil. Deswegen guck, dass du es vielleicht, wenn du es nicht schon machst, integrierst in deinen Alltag, mehr in den Wald spazieren zu gehen. In den Büchern gibt es auch Quellenangaben, also wer das jetzt nicht so glaubt und sagt, ja, aber da gibt es genau Quellenangaben, die haben ganz genau auch erklärt, wie diese ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt wurden. Frauen zum Beispiel, ihr Stresspegel sinkt noch mehr als bei Männern, so um 50%. Wenn du jetzt Stress hast, du gehst rein, direkt um 50%, bei Männern war es so 30%. Und umso länger du in den Wald gehst, desto länger hält das auch an, dass diese Ruhe in deinem Körper und auch diese Selbstheilung in deinem Körper, die aktiviert wird, die Killerzellen, die die Krebszellen fressen, die natürlich alles Schlechte wegfressen, das Immunsystem, das gestärkt wird, das bleibt bis, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag im Wald warst, bleibt es eine Woche danach noch aktiv in deinem Körper. Unglaublich, oder? Also es ist einfach eine kostenlose Medizin. Der Wald wurde leider jahrelang schlecht gemacht, weil es dann hieß, man kann da ermordet werden, man kann da überfallen werden, Joggerin wurde wieder abgestochen, man hat dann Angst bekommen von dem Wald. Aber man muss ja nicht unbedingt alleine gehen. Nimmt einen Freund mit, nimmt Familie mit. Und glaub mir, es sind immer Leute im Wald. Bis jetzt war ich noch nie alleine im Wald. Ich habe immer Menschen da gesehen, wenn ich da war. Ich war sehr oft alleine mit meinen Kindern. Und da war immer irgendjemand. Also macht euch da, es kann immer was passieren. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, wird es auch kommen. Deswegen schau, dass du nicht daran denkst, es könnte was passieren, sondern verbinde dich einfach mit der Natur. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, chemische Verbindungen in Pflanzen heißen Terpene. Und diese Terpene sprechen mit unserem Immunsystem. Ich finde es voll spannend. Sie strömen aus Blättern, Nadeln, Sträuche, Büsche, Pilze, Moose, Farne, Laub und Humusschicht von der Erde. Wälder sind intelligente Superorganismen, die sich selbst versorgen, untereinander kommunizieren und unser Klima mitgestalten. Die Bücher, die ich gelesen habe, sind unglaublich interessant, wie Pflanzen sich gegenseitig unterstützen, helfen. Die merken, wenn ein Baum am Sterben ist und geben ihm direkt Energie und helfen ihm. Wenn Fressfeinde kommen, wissen es Kilometer weiter weg auch andere Pflanzen, weil die Pflanzen, die hier sind, schicken ein Signal, eine Nachricht darüber. Also sie reden miteinander. Die Wissenschaft ist noch nicht ganz so weit, um zu erforschen, wie das alles genau funktioniert. Aber es ist wohl so, dass der Wald, dass sich alle gegenseitig unterstützen. Und wenn wir da durchgehen, bekommen wir ganz viel von dieser Heilung, von dieser Liebe ab. Deshalb, diese Bücher werde ich euch auf jeden Fall unten verlinken. Die sind es wert, es zu lesen. Gerade das eine Buch, wundervoll. Wenn du das liest, bist du mehr motiviert, in den Wald zu gehen. Ich habe einen Bruder, der geht jeden Tag in den Wald. Jeden Tag, ja. Weil es ihn einfach so sehr fasziniert, da ganz alleine zu chillen. Weil es ihn einfach nur beruhigt. Er sagt auch, Probleme drängen in den Hintergrund. Er bekommt immer wieder Lösungen eingegeben, die er mir dann gibt, wo ich sage, krass, wie du überhaupt darauf kommst. Also der Wald hat unglaublich viele aktivierende Heilkräfte, auch für unsere Kinder, für uns selbst. Ich merke es bei mir, wenn ich gestresst bin im Alltag, sage ich zu meinem Mann, bitte lass uns in den Wald gehen, egal wie viel wir zu tun haben. Wenn wir hingehen, wir kommen alle total gelöst und leichter zurück. Diese Schwere ist dann weg von diesem Alltag. Klar, die Aufgaben rennen nicht weg, die sind dann da, aber die gehen mir leichter von der Hand. Das war jetzt diese Buchvorstellung. Ich habe noch ein paar andere. Wenn ihr bestimmte Bücher habt, die ihr gerne hören wollen würdet, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Geh in den Wald, geh in den Park, wenn du keinen Wald hast. Geh ins Grüne, verbinde dich mit der Natur und genieße dieses wunderschöne Leben auf dieser Erde. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal.